Ja, welch eine Überraschung, oder welche Überraschung. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir machen heute weiter mit dieser gleichnamigen Mission. Gibt's was Neues? Der Bastard arbeitet für die Royal African Company. Los, erzähl es ihm. Ich habe die Princess gut 8 Wochen nicht mehr gesehen. Das heißt, sie kommt vielleicht bald zurück. Was noch? Ich dachte, der Nigger gehört den Männern, die heute früh schon nach der Prinzess gefragt haben. Also sagte ich ihm... Was für Männer? Ein sehr überheblicher Seemann. Und einer mit einer Narbe, genau hier. Wo kann ich die finden? Kampieren hier um die Ecke, sagten sie. Ich bin es satt, deinen Fantasien nachzujagen, Edward. Und die Crew auch. Halt durch, Mann. Wir nähern uns. Oh, oh. Nicht, dass das irgendwie dein Name ist. So, 4 Kobiane töten und 2 Glocken deaktivieren. So, ich muss gerade kurz. So, mal wieder ein bisschen eindecken. Das war ein Grobian. So, Glocke gemacht. Haben wir jetzt mal die 4 hier. Nur das sicher, was ich ja, was hier im Bild vortragen muss, sondern. So, warte mal kurz gucken, was wir hatten, noch alle Aufgaben zu tun haben. Weitere Klagen, ja, 3 Grobiane. Grobiane sind die wahrscheinlich mit den, wie der da, glaube ich, ist das. Du bist, glaube ich, ein Grobian da vorne, der Große. Scheiße. Da natürlich, da müssen wir natürlich jetzt. Das waren das die 2. Also, wie sollen sie nicht. Das ist ja nicht entdeckt worden, okay? Wir sind sogar zurückgesetzt worden. Okay. Ich dachte, jetzt hätten das schon gemacht. The pox on your scabs, whoresons!
Tschüss. Naja, das Problem, weil da noch mindestens drei stehen. Soll er ruhig machen. Boah, da sind schon ein paar da, ne? Das krieg ich bestimmt nicht hin, alles. Vor allen Dingen, weil da mindestens einer steht und die drei dort. Was soll ich das denn hinkriegen? Ronnie Gold und Rogers auf. Dann spielst du ja alle wegkriegen und die stehen alle so nah beieinander, dass ich 0,0 Chance habe, irgendwas zu machen. Die natürlich jetzt mindestens uns wissen, wo wir sind, ist klar. Aber wir lassen es jetzt gerade mal ein bisschen über uns ergehen, weil sollen sie ruhig für sich jetzt herkommen, soll, weil das ist für mich sogar einfacher, weil die wissen, okay, sie suchen. Ja, sollen sie kommen? Komm ruhig. Sollen sie ruhig kommen, ist mir wurscht. Umso besser ist es, weil sollen sie ruhig auf uns zukommen. Weil sie sind jetzt ein bisschen aufgescheucht. Die Typen sind jetzt ein bisschen durcheinander. Okay, der vermutet natürlich jetzt, dass ich da bin. Na, no, wie gesagt, sollen sie ruhig, sollen sie ruhig. Das wäre lieber. Jetzt komm her, komm du auch noch her. Komm doch hoch. Da sind sie doch.
Die zwei da. Aber wo sind... Ups. Scheiße! Jetzt lass mich bitte nicht noch komplett noch mal alles wieder machen, weil ich habe eigentlich die optionalen Dinge. Ich glaube, ich wollte nämlich wegen dem optionalen Ding. Wollte ich eigentlich das machen. Ich hätte jetzt wieder rankommen müssen. Lass mich raten. Nee, wissen wir nicht. Okay, alles gut. Lass mich raten. Lass mich in Ruhe. Habt ihr die Männer alarmiert? Die Zeit ist knapp. Nein. Drei Soldaten werfen bei der Kreuzung. Gut, wenn die Frage erlaubt ist. Was ist das mit den Blutstropfen aus? Torres sagte, das Blut wird benötigt, damit das Observatorium funktioniert. Ich muss natürlich jetzt einen kleinen Moment warten, weil ich muss mich jetzt tatsächlich an allen vorbeischleichen, weil ich so viel schon weg hatte. So, warte mal, jetzt müssen wir kurz ein bisschen... Das tun alle Händler, um Verbundenheit zu sichern. Und Vertrauen. Warte mal kurz, haben wir die optionalen Ziele weg? Eigentlich nicht. Ja, aber keine Sorge. Torres ließ unser Blut in einen Templerunterschlupf in Rio de Janeiro bringen. Wir sind nicht die ersten Ziele des Observatoriums. Das versichere ich. Hi, Sir. Es ist ein kleiner Preis für das, was ich im Gegenzug von den Templern erhielt. So ist es. Als ihr in Madagaskar Piraten gejagt habt, Gouverneur, was brachte euch den Erfolg? Ich glaube, es war mein Charisma, das uns überzeugte. Gewalt und Drohungen sind immer nur der letzte Ausweg. In Madagaskar ließ ich den Piraten die Wahl. Das Pardon anzunehmen und arm aber frei nach England zurückzukehren, oder aber der Tod durch den Strand. Genau wie hier in Nassau. Genau so. Nur schade, dass Commodore Chamberlain meinen durchschlagenden Erfolg nicht erleben durfte. Diese Schaden. Sie wissen jetzt natürlich, wo wir sind. Das ist mir schon klar. Das Problem, weil ich natürlich wieder alles zurückgesetzt bekommen habe und die ganzen Pfeile weg habe. Ich habe so viele von denen gehabt mittlerweile. Ja, Moment. Die Zeit ist knapp. Nein. Zwei Soldaten warten bei der Kreuzung. Das ist gut. Wenn die Frage erlaubt ist, was hat es mit den Blutstropfen auf? Torres sagte, das Blut wird benötigt, damit das Observatorium funktioniert. So, dann haben wir das auch weg. Wenn man das Observatorium nutzen will, um, sagen wir, George auszuspionieren, bräuchte man dazu eine Tropfen vom Blut. Ein kleiner Blutstropfen gewährt uns Einblick in das Leben eines Mannes. Ach Mann! Wenn er dann wirklich. Wenn er alles zurückgesetzt hat, weil die ganzen Wege wieder zu sind. So, wir müssen jetzt nochmal eine Alarmglocke machen, oder? Natürlich. Die Männer alarmiert? Die Zeit ist knapp. Nein. Zwei Soldaten warten bei der Kreuzung auf uns. Das ist gut. Wenn die Frage erlaubt ist, was hat es mit den Blutstropfen auf sich? Torres sagte, das Blut wird benötigt, damit das Observatorium funktioniert. Wie meint ihr das, Sir? Wenn man das Observatorium nutzen will, um, sagen wir, King George auszuspionieren, bräuchte man dazu einen Tropfen vom Blut des Königs. Mit anderen Worten, ein kleiner Blutstropfen gewährt uns Einblick in das Leben eines Mannes. Wird Norris mich denn ausspionieren? Ich muss euch jetzt wieder ein bisschen... Wie ich auch, Captain Hornblower. Das tun alle Templer, um Verschwiegenheit zu sichern. Und Vertrauen, tatsächlich. Ja, aber keine Sorge. Torres ließ unser Blut in einen Templerunterschlupf in Rio de Janeiro bringen.
Wir sind nicht die ersten Ziele des Observatoriums. Das versichere ich. Das ist wirklich total toll, ey. Ach, geh mich auf den Senkel. So ist es. Als wir in Madagaskar Piraten gejagt haben, Gouverneur. Oh Mann, geht ihr mir auf den Senkel jetzt weh, ey. Ich krieg die Typen nicht klein, weil ich jedes Mal... So, jetzt müssen wir es nochmal machen und wieder die optionalen Ziele. Habt ihr die Männer alarmiert? Die Zeit ist knapp. Nein, zwei Soldaten warten bei der Kreuzung ab. Das ist gut. Wenn die Frage erlaubt ist, Sir. Was hat es mit den Blutstropfen auf sich? Torres sagte, das Blut wird benötigt, damit das Observatorium funktioniert. Wie meint ihr das, Sir? Wenn man das Observatorium nutzen will, um, sagen wir, King George auszuspionieren, bräuchte man dazu einen Tropfen vom Blut des Königs. Mit anderen Worten, ein kleiner Blutstropfen gewährt uns Einblick in das Leben eines Mannes. Wird Torres mich denn ausspionieren? Ich gab ihm nämlich auch etwas von meinem Blut. Wie ich auch, Captain Hornigold. Das tun alle Händler, um Verschwiegenheit zu sichern. Und Vertrauen, schätze ich. Ja, aber keine Sorge. Torres ließ unser Blut in einen Templerunterschlupf in Rio de Janeiro bringen. Es sind jetzt wieder ganz viele Feinde da unten. Das versichere ich. Hi, Sir. Schätze, es ist ein kleiner Preis für das Gegenstück von den Templern. So ist es. Als ihr in Madagaskar Piraten gejagt habt, was brachte euch den Erfolg? Ich glaube, es war mein Charisma, das ihn überzeugte. Gewalt und Drohungen sind immer nur der letzte Ausweg. In Madagaskar ließ ich den Piraten die Wahl. Das Pardon anzunehmen und arm aber frei nach England zurückzukehren, oder aber der Tod durch den Strang. Genau wie hier in Nassau. Genau so. Nur schade, dass Commodore Chamberlain meinen durchschlagenden Erfolg nicht erleben durfte. Diese Schadenfreude ist mir neu, Walters. Manchmal hat man sie sich verdient, nicht wahr? Nee, nee, ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen, jetzt wer. Darf ich euch mal töten? Jetzt bin ich zumindest mal raus aus der Nummer wegen den aus dem Feindesgebiet. Und ich glaube, ich hab. Ich muss mir gerade mal ein bisschen Moment, kleinen Moment ein bisschen innehalten. Deswegen warte ich jetzt gerade ganz kurz. Wir sind da. Ich hasse sowas, ey. Die können. Geh natürlich wieder direkt ins Feindesgebiet, oder was ist das? Ihr seht natürlich ja. Boah, Alter, sind noch mehr Feinde. Großmeister, willkommen. Guten Notch. Was habt ihr erfahren? Die Princess wurde vor 6 Wochen von Piraten gekapert. Und soweit wir wissen, war Roberts der Weise noch an Bord. Das ist doch was. Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten zu finden? Also ich.
Jetzt muss ich natürlich. Schickte einige seiner besten Männer, um den Weißen zu fangen. Und wo befindet sich der Weiße Hund? Afrika, Rolle. Afrika? Mein Gott, wenn es in dieser Route nicht hinein. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst nicht sehen. Eine meiner Sklavengaleeren könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Lass mich raten, ich muss jetzt wieder ganz von vorne anfangen, weil. Weil da habe ich keinen Checkpoint drin, oder? Fragezeichen. Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Prinzess wieder abzuholen? Captain Hormigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weißen zu fangen. Und wo befindet sich der Weiße jetzt? Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Ach, Mann! Aber gut, wenigstens haben wir das erledigt. So, einmal versuche ich es jetzt noch und dann werden wir eine kleine Folge, neu, wollen eine neue Folge angehen. Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Prinzess wieder abzuholen? Captain Hormigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weißen zu fangen. Und wo befindet sich der Weiße Hund? Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Mein Gott, die Winde sind dieser Route nicht geneigt. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinsegeln. Eine meiner Sklavengaleeren könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengaleere? Captain, ich bat euch doch, diese kranken Vehikel abzuschaffen. Ich sehe keinen Unterschied, dass einige Männer zu versklaven oder alle. Unser Ziel ist es, den Tod der gesamten Zivilisation zu steuern. Ein versklavter Kalender verleitet den Geist noch zur Ich bin mehr als weniger direkt daneben. Ey, ihr seid in dieses Ding da drin. Ja, dann musst du halt das machen. Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Prinzess wieder abzuholen? Captain Hormigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weißen zu fangen. Während ich gerade mal eure Leute da nebenbei abmetzel. Mann! Und dann kommen noch 5 Mann auf mich draufgesprungen, weil. Ich habe ja gesagt, in der nächsten Folge probieren wir es nochmal. So. Ja, zu viel Aufmerksamkeit erregt, ernsthaft? Ach ja, so viel alle auf einmal, ey, oder was? Also, wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weißen zu fangen. Und wo befindet sich der Weiße? Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Mein Gott, die Winde sind dieser. Ich habe ja nichts gemacht. Bin ich da? Mein Gott, die Winde sind dieser Route nicht geneigt. Ich pflichte euch bei. Wo geht denn hier lang? Ich könnte selbst hin. Ah, hier geht jetzt. Eine meiner Sklavengaleeren könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengaleere? Captain, ich bat euch doch, diese kranken Vehikel abzuschaffen. Ich sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Ein versklavter Körper verleitet den Geist zur Rebellion. Aber versklave den Geist und der Körper wird folgen. Das ist die Ziel. Wohl gesprochen, Großmeister. Glück gehabt! Alter Verwalter, Glück gehabt! Hier, das war nicht. Kleine Insel. Wir entsandten 2 unserer Besten. Burgess und Cochran. Freibeuter mit schnellen Schiffen und starken Schiffen. Ach, der Weise mal wieder.
Welch eine Überraschung, deine Jackdaw hier vor Anker zu sehen. Hast du gehört, was du hören wolltest? Rettest du nun den Weisen aus unseren gierigen Händen? Ja. Hol dich die Pestverräter. Du hast uns hintergangen. Weil ich einen besseren Weg fand. Bei den Templern herrscht Ordnung, Disziplin, Struktur. Doch dir fehlt jeder Sinn für dergleichen. Mach's gut, alter Freund. Wer du einst ein Kämpfer warst, du kämpftest für etwas Wahres. Etwas Größeres als dich selbst. Ja, geil. Also, sollen wir rauben oder was? War es doch nicht so schwer. Also, wir haben alle Aufgaben erzählt, alle Grobiane gekillt und die Alarmglocken sabotiert. Ich glaube, das können wir sogar noch an die letzte Folge ranhängen. Also, wir haben die Mission geschafft. Gut, dann haben wir die Mission erledigt. So, dann gucken wir mal, wenn wir zur nächsten Mission hüpfen können. Ich dachte mir, wir schaffen das sowieso schon alles in einem Rutsch. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken, wo die nächste Hauptmission ist. Die ist hier unten. So, dann hüpfen wir mal darüber. Ja, dann mache ich doch jetzt den Break etwas später, als ich dachte. Ich dachte, mir kriegt das schon hin, aber nein. In der nächsten Folge probieren wir es dann quasi mehr oder weniger mit der nächsten Mission. Bis dann. Tschüss.